Die Folgen des Kriegs in der Ukraine reichen bis nach Thailand. Dort sitzen aktuell tausende russische Touristen wegen der westlichen Sanktionen fest. Allein in Phuket seien 3.100 russische Staatsbürger betroffen, sagte der Leiter der thailändischen Tourismusbehörde laut der Nachrichtenagentur AFP. Dazu kämen noch einmal 2.000, die auf der Insel Koh Samui auf dem Trockenen sitzen und bisher nicht in ihre Heimat zurück könnten. Nachdem russische Truppen am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert waren, verhängten die westlichen Verbündeten Sanktionen gegen das Land unter der Führung von Wladimir Putin. Betroffen waren in der Folge russische Fluggesellschaften und das Bankenwesen. Auch zogen sich Kreditriesen wie Mastercard und Visa aus dem russischen Markt zurück. Der Chef des Tourismusverbands von Phuket berichtete laut AFP von Schwierigkeiten einiger russischer Touristen, ihre Rechnungen per Kreditkarte zu begleichen. Auch der eingeschränkte Flugverkehr zurück nach Moskau mache den Reisenden zu schaffen.